Gucken wir mal schnell. Läuft hier schon irgendwo ein Sägespan? Der eine ist ja irgendwo hier unterwegs, ne? Also irgendwo hier muss ja auch irgendwann mal einer abgegeben werden. Aber ich sehe ihn noch nicht. Der muss hier irgendwo durch die Stadt gerade wabern. Ein einziger Sägespan. Da ist er. Dieses Fahrzeug. Der erste und einzige Sägespan, den wir haben. Ein Brötchenanhänger könnte man durchaus dran machen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Da kommt er an. Da ist er. Ein Sägespäne. Oder ist er wahrscheinlich eine Tonne Sägespäne. Ein einziges. Und da kommt er, der es abholt. Wir übernehmen. Wie herzallerliebst, oder? Wie geht's jetzt weg? Pixel, mir geht's super. Und dir? Was mit Gruppenkuscheln? Super Idee. So, die Pferdchen geben im Übrigen gerade alles. Guckt mal. Die haben schon fast Lichtgeschwindigkeit erreicht. Sägespäne, Liebe. Ja, ist eine schöne Idee. Jeder liebt den ersten Sägespan. Genau. Das ist wie das erste Mal auf eine Biene treten. Ja, ist auch immer ein unvergessliches Erlebnis. Oh, das freut mich, Pixel. Das freut mich sehr. So, der erste Span, meine Lieben. Wird jetzt gleich zu Papier gepresst. Allererste seiner Art. Das ist ein erhebender Moment. Einer ist im Lager. Aber keiner produzierten. Weil wir zwei brauchen. Where is the brain? Oh Mann, echt jetzt? Oh, the game love me. Sensationell. Ist einfach nur sensationell. Wird noch ein bisschen umgeschoben. Und wie schaut es bei euch aus? Habt ihr wenigstens irgendwas in der Produktion? Gar nichts, ne? Das ist so traurig. Vor allem hier wird ja auch tatsächlich produziert. Ist ja nicht so, dass da gar nichts produziert wird. Ja, fail, genau. Ja, die Produktion hier steigert sich auch langsam. Das dauert halt, wie gesagt, 100 Jahre gefühlt. Wird aber auch wahnsinnig viel weitergegeben. Also das dauert halt auch ein bisschen, bis das alles mal durchrumpelt. Da kommen Späne, meine Lieben. Wie viel braucht man dafür? Bedarf, Müll, Produkt, Späne. Einer. Wie viel habt ihr im Lager? Nix. Es ist ein Anfang. Ja, genau. Es ist ein Anfang.
Pixel grüßt mal alle im Chat. Das ist doch lieb. Ich finde es nett. Und Maruko macht daraufhin die Katze. Wo findest du die Liste mit Mods, die ich benutze? Für diesen Spielstand gibt es dazu den ersten Stream. Der wird ab morgen wahrscheinlich wird der nach und nach online gehen. Der Panzerkommandant, auch Hallöchen. Auch dir. So, gucken wir mal. Produktion 40. Schauen wir mal. Also Späne sind echt so eine Sache, ne? Die kommen nicht so mal einfach so, ne? Da musst du echt schon dich kümmern. Ist da jetzt einer noch drin? Ja, da ist einer drin. Ja, aber bis das hier mal durchläuft, das dauert ja auch 100 Jahre gefühlt, bis hier mal Späne durchlaufen. Alter Schwede, auf der 6 schon wieder so viel. Ja, wenn wir das nicht wegbekommen, dann brauchen wir auch erstmal noch keine neuen Fahrzeuge, keine neuen Schiffe. Ich erhöhe mal hier ein bisschen hart den Takt. So. So, okay. Hart den Takt erhöhen. Lasse die Spiele beginnen, meine Lieben. Samuel grüßt auch mal alle. Das ist immer schön. Gerne auch mit Herzen. So, jetzt sollte hier mal langsam was losgehen. Wie ist eigentlich hier die Aufteilung der Terminals? Die 7 und die 11 zusammen und die 5 und die 6 zusammen. Das passt mir ganz gut eigentlich. Oh, jetzt kommen sie alle. What have I done? Was passiert denn eigentlich, wenn diese Pferdefuhrwerke so alt sind, wenn er automatisch neue Pferde irgendwann bestellt? Fragen über Fragen. Es geht nichts mehr voran. Wir haben einen epischen Pferdestau. Das sind quasi... Wow, die fahren in sich. Cookies für alle von Maruko. Das ist auch eine liebe Sache. Schaut es jetzt hier aus? Wird hier zwar beladen? Na also. Sollte hoffentlich auch mal langsam ein bisschen Bedarf entstehen. Wie schaut es bei euch Schiffen aus? Ja, die haben ein bisschen eingebrochen, aber dann ging es wieder. Das ist immer so eine Sache, ne? Okay. Wir gucken weiter hier rüber. Zwei Sägespäne! Bin episch gehypt. Ja, aber hier oben geht halt echt gar nichts, ne? Ich hoffe nur, dass es eines Tages nicht eskaliert. Also es wird eskalieren, aber nicht so schnell. Motorisierte Fahrzeuge sollten bis dahin schon da sein. Ja, das wird, meine Lieben. Wir haben mittlerweile gar keine Geldsorgen mehr. Also, jetzt gucken wir mal schnell, was diese Linien hier sagen. Ja, das wird schon... Wenn die hier mal richtig hoch eskalieren, dann wird das schon. Jetzt nächste Baustelle auf jeden Fall mindestens noch ein Schiff auf diese Linie, damit die hier niemals ausgehen. Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass die hier oft leer fahren. Die machen nämlich auch gutes Geld. Und die müssten auch, die dürfen hier niemals leer laufen. Wobei mit dem neuen Schiff werden hier auf jeden Fall noch pro Reihe noch mal ein bisschen was, wird noch ein bisschen was gebraucht. Was Panzer für alle? Wuhu! Ah. Und das Schiff jetzt eigentlich da oben noch? Naja, das ist einfach zu weit weg. Schaut euch das mal an. Ich glaube ernsthaft, dass das entweder zu weit weg ist. Naja, die bräuchten noch 3, vielleicht 4 Fahrten. Das könnte eng werden. Das könnte bis jetzt ganz gut klappen, soweit.
Aber hier sind auch zu wenig Brötchen. Schau mal, mit 28 Brötchen gewinnst du keinen Krieg, ne? Also das ist... Selbst mit 37 nicht. Da müssen Hunderte liegen. Hunderte! Der kommt auch nur mit 7 an. Und der gibt nichts aus dem Lager ab. Das ist auch ein bisschen blöd. Ja, wir warten mal. Nee, also da muss auf jeden Fall ein Schiff mehr, muss da gehen. Wie schaut's bei euch aus? Ja, die haben am Anfang viel mehr abgegeben. Die haben sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Das mag sich vielleicht ändern, in dem Moment, wo hier das mit den Linien besser funktioniert. Linie 5 und 6. 5 ist ein bisschen under pressure. Weil wahrscheinlich hier... Nee, da ist noch nicht mal die volle Leistung da. Okay. Isigi! Na dann auch liebe Grüße ans Tablet. Kuchen für alle ist auch eine geile Sache. Kann man auch mal machen. So. Was hast du gerade geladen? Nix. Und du kommst jetzt mit einer vollen Lieferung? Nicht ganz. Okay. Wir könnten natürlich jetzt Folgendes tun. Wir könnten natürlich jetzt Werder auch noch mit anschließen. Das wären immerhin 224 Brötchen, die die Linie packen müsste. Und hier könnte man auch nochmal 288 Brötchen anschließen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm. Vor allem hier nicht, weil dann könnten wir das echt weiterleiten. Das machen wir mal. Wir nutzen jetzt mal die Macht der Stadt. Wir machen jetzt hier eine Weiterleitung. Und jetzt wird's teuer. Und hier eine Weiterleitung. Jetzt kommen nochmal zwei Linien aufs Netz. Von hier nach da. Und von hier nach da oben. Diese zwei Linien geben wir jetzt nochmal ein bisschen Gas. Die dürfen nämlich von hier aus losfahren. Dann könnten wir nämlich hier einfach insgesamt mehr Brötchen absetzen. Mach mal, pass auf, dann geben wir dir jetzt erstmal die 12. Und hier die 13. Dann haben die jetzt erst. Boah, das spielt. Okay, dann geben wir der 13 auch nochmal mindestens einen oben drauf, damit das besser läuft, würde ich sagen. Brot mag jeder. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, das ist eine ziemlich brotige Angelegenheit in dem Livestream. Aber es geht halt auch immer. Es ist zeitlos quasi. Ja, so ein zeitloses Brötchen. Ja, wenn mehr, genau. Also Blue Samurai sagt es gerade, es wäre auf jeden Fall geil, wenn dann die großen Fahrzeuge das halt einfach transportieren können in größeren Mengen. Ja, da bin ich voll bei dir. Aber es können natürlich auch, mal abgesehen Seligenstadt, sind wir mal ehrlich, die kriegen ja jetzt schon keine Brötchen ran. Wobei da auch tatsächlich welche liegen. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Weiterleitungsproblem wieder mal. Wobei die 8 ganz gut aussieht mit 100.000 plus. Also da würde ich gar nicht mal so viel drauf geben. Aber das sollte ja hier unten bei der Fabrik, sollte das auf jeden Fall ja auch machbar sein. Also die haben jetzt schon fast ein Tausender Potenzial, was die hier produktionstechnisch leisten wollten. So. Okay. Dass Brötchen kein Ablaufdatum hat. Ja, stimmt. Naja, vielleicht laufen die einfach nicht ab, weil sie schockgefrostete Brötchen haben. Just saying. 1220. Jetzt hat es nochmal auf jeden Fall erhöht.
Wir sollten durchaus ganz, ganz dringend und fast schon mit stoischer Präzision sollten wir jetzt da nochmal was machen. Finde ich. Schwalbe, haut nochmal ein Abo raus. Vielen Dank, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Oder mach das einfach, das Ding. So, okay. Wir machen jetzt Folgendes, meine Lieben. Wir machen jetzt Folgendes. Eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Wir sparen uns jetzt noch ein paar Trümmer zusammen. Dürften nicht mal allzu lang brauchen. Wir haben 230 im Lager, das ist okay. Jetzt bin ich mal gerade am gucken. 100... Ja, also die haben noch wahnsinnig viel im Lager. Die kriegen das Zeug nicht wegproduziert. Obwohl die Produktion selber enorm ist. Ich glaube, da haben wir das Problem auch schon gefunden. Das liegt hier tatsächlich hier unten. Das ist die Linie 4. Da müssen wir noch ein bisschen aufpolieren. Die kriegen das Zeug gerade nicht weg. Weil die Produktion jetzt angeworfen haben. Und zwar richtig. Jetzt läuft sie mal. Ist was im Lager? Ist eine Produktion da? Das Lager wird nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist jetzt eine durchgehende Produktion. Und da müssen wir auf jeden Fall unterstützen. Da dürfen wir nicht einfach so rumsitzen und sagen, boah, das läuft bestimmt schon irgendwie mal. Und hier genauso. Da kriegen wir auf die 3 auch nochmal ein. Einfach, damit das ein bisschen sportlicher läuft. Und dann haben wir jetzt erstmal so... Haben wir jetzt erstmal so die Möglichkeit. Dann haben wir jetzt erstmal hier so ein bisschen die Möglichkeit. Hier ist aber auch ein Schiffchen da, hat aber nicht viel mitgebracht. Die arbeiten gerade hart am Limit. Sollte sich jetzt gleich bessern. Wie schaut's hier aus? Das schaut gut. Wow, Papier. Mega, der Dominik, auch dir. Dankeschön für dein Abo. Herzlich willkommen. Sehr lieb, sehr, sehr lieb. So, ich hoffe, wir kriegen das mit dem Schiffchen noch unter. Ich glaube aber fast, das wird noch ein bisschen arg lang dauern. What? Staut sich gerade auf der 8, staut sich gerade mega. Aber das wird sich ja dann verlagern hier auf dieses Depot, auf diesen Hub. Weil dann wird das nämlich irgendwann hier unten landen und von dort aus die 12 und 13 weiter verteilt. Die ja auch gut dabei sind. So. Na, gucken wir mal. Das wird schon. So im Laufe der Zeit. Ich mag das, wenn das so weitergeleitet wird alles. Das ist alles so geil. Das ist so, awesome. So, 105.000 haben wir gerade. Mein Ziel, neues Schiff und danach die Zuglinie, zack, erweitern. Neue Züge drauf vielleicht noch. Aber in erster Linie möchte ich eigentlich von Fulda eine weitere Zuglinie bauen nach Erkner. Und von Erkner aus eventuell... Ich würde mal was anderes gerne probieren. Wir könnten aber auch von Fulda hier links rüber gehen nach Bad Reichenhall. Dann hätten wir hier noch ein bisschen Platz. Über zwei Brücken. Wilhelmshaven, Ellingen. Dann könnten wir hier wieder über Salzwedel, Schortens zurück nach Dresden kommen. Wäre auch super. Gucken wir mal. Kommt Zeit, kommt Rat in aller Regel. Wir brauchen nicht mehr so viel für ein Schiff, noch um 200.000 rum. Das sollte relativ bald machbar sein. Hier liegt noch nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde. Wo ist denn da? Ist hier irgendwo? Da ist er. Da unten fährt er gerade, der Unterstützer. Ist aber noch nicht da. Genauso wie die hier unten noch nicht da sind. Die wir aber dringend bräuchten, wobei die Schiffe sind schon ganz gut angeliefert. Aber wie gesagt, kommt noch ein neues Schiff hier drauf,
dann wird das hier unten auch ziemlich knapp werden. Also da ist dann die Verstärkung schon durchaus notwendig. Die steigern nämlich dann auch die Produktion. Es wird dann insgesamt alles ein bisschen heißer hier drin. Ja. Warum baust du nicht einfach einen Flughafen? Not available right now. Außerdem, wir wissen ja alle, wie gut Flughäfen funktionieren. So, wie schaut es eigentlich hier mit den Transportlinien aus? Die fangen sich ein bisschen gegenseitig auf. Die 6 funktioniert hervorragend, die 5 nicht so, die 7 nicht so, die 11 nicht. Das ist einfach ein Durchleitungsproblem, weil die halt noch nicht so richtig angefangen haben, sinnvoll zu arbeiten hier. Warum haben die so viele? Ach, die haben ja auch von dem anderen Zeug im Lager, ne? Die haben ja auch nicht nur die Sägespäne, sondern die produzieren da tatsächlich auch Stahl und Plastik. Und das, meine Lieben, ist eine ganz interessante Wendung, die wir hier haben. Ihr wisst ja alle, was Stahl und Plastik bedeutet. It is possible. It's possible. Wenn wir nämlich über Seligenstadt hier mal eine Verbindung runterbauen nach Schortens, von Schortens runterbauen nach Salzwedel, dann wiederum, meine Lieben, hätten wir eine durchgehende Möglichkeit, Maschinen in unser Netz einzuspeisen. Trinken, ja. Hab ich noch irgendwas? Ja. Wasser. So. Na, jetzt kommen wir langsam hin. Dauert nicht mehr lang. Schlückchen noch. Kaufen wir ein neues Schifflein. In Blau. Ach ja, komm, echt jetzt. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ach, wir brauchen echt mehr Einkommen. Reicht noch nicht ganz. Müssen wir mal abbrechen. Prost, das Dankeschön. Wie viel hast du geladen? 150. Das ist sehr gut. Jetzt kommen wir langsam wieder hin. Ah, Moment. Stopp. Schiff kaufen. Farbe wählen. Auf die Linie. Schiffsbrot. Auf geht's. Okay. Neues Schiff ist auf der Linie drauf. Der Takt geht damit auf 8 Minuten runter. Und die sollten jetzt eigentlich sich langsam mal überlegen, ob das nicht alles eine geile Idee wäre, um jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Das wird, meine Lieben. Weil hier liegt nämlich genug. Und hier liegt auch genug. Und da produziert man genug. Also insgesamt wird das ganz gut, glaube ich. Deswegen, meine Lieben, würde ich vorschlagen, sagen wir für heute erstmal, das war's. Für alle diejenigen, die auf YouTube jetzt das als Video gucken, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Für alle diejenigen, die allerdings den Livestream gerade angucken, wir sehen uns gleich in der Talkrunde.